gut. Die Gespräche sind schon in vollem Gange. Das freut mich natürlich. Zuerst bitte ich wirklich nochmal um Entschuldigung für die leichte zeitliche Verzögerung. Normalerweise legen wir großen Wert darauf, dass die Gespräche pünktlich beginnen, zumal heute, weil sich auch Leute natürlich per Zoom zugeschaltet haben. Aber die besondere Situation, nämlich dass wir das Gespräch erstmals draußen machen, hat ein paar Umstände mit sich gebracht, die wir erst noch lösen mussten. Also, lieber Roger Bolzhauser, der steht da in der Mitte und ich würde mich freuen, wenn du auch gleich hier an meine Seite kommst. Ich mache das hier alles in alphabetischer Reihenfolge. Lieber Jonathan Sergison, du nimmst auch gleich hier Platz. Und lieber Martin Janz, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie und euch recht herzlich zum Gespräch zur Ausstellung Roger Bolzhauser Transformator 2. Ich freue mich, dass Sie alle heute Abend hier seid und ich habe im Vorfeld heute Nachmittag und gestern viele Anrufe bekommen, ob das Gespräch wirklich stattfinden wird, so wie geschrieben, nämlich ohne Anmeldung und wirklich analog. Und ja, also es herrschte offensichtlich im Vorfeld etwas Unsicherheit, aber wir haben zusammen mit Roger und Martin und Jonathan gesagt, ja, wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns hier zu treffen, nicht nur um die Ausstellung zu sehen, sondern wir haben, da sage ich nichts Neues, in den letzten Monaten wenig die Gelegenheit gehabt, uns persönlich auszutauschen und deswegen machen wir das Galeriegespräch heute und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Wir versuchen, dass wir trotz der Lärm oder wie soll man sagen, geräuschtechnisch, trotz der Herausforderung, dass wir ca. 45 Minuten sprechen werden. Und wie immer seid ihr, sind Sie auch dazu aufgefordert, dass wir auch während des Gesprächs, wenn Fragen auftauchen von eurer Seite, dass ihr die sofort stellt, weil es ist ein Gespräch, es ist als Gespräch gedacht, nicht nur zwischen den drei, die gleich hier vorne Platz nehmen werden, sondern auch als Gespräch zwischen euch. Die Ausstellung läuft jetzt schon 6 Wochen, sie geht ihrem Ende zu und während der Ausstellung tauchten Fragen auf, zum Beispiel zum Titel Transformator. Was hat es mit dem Titel auf sich? Es tauchten Fragen auf, natürlich, welche Bedeutung haben die Skizzen? Sind das Entwurfsskizzen? Sind das Skizzen, die vorher entstanden sind? Des Weiteren haben die Besucherinnen sehr viele Fragen gestellt. Natürlich auch zu dem wunderbaren Stampflehm-Mockup. Ich weiß nicht genau, welche drei Fragen ihr heute Abend verhandeln werdet, aber sicherlich werden die einen oder anderen Stichpunkte, die ich eben nannte, auch dabei sein. Ja, bevor ich das Mikrofon gleich übergebe, möchte ich euch natürlich noch die Akteure vorstellen. Roger, dich vorzustellen in diesem Kontext hieße eigentlich Eulen nach Athen zu tragen. Ich tue es trotzdem. Du hast 1996 Roger Bolzhauser Architekten gegründet. Du lehrst an der ETH Zürich. Du hast viele Projekte realisiert, die ich hier nicht nennen möchte. Aber ich möchte sagen, dass es seit ein paar Tagen oder vor ein paar Tagen sind 2 Publikationen erschienen, in denen ihr alles nachlesen könnt. Und zwar, das ist deine Monographie, Roger Bolzhauser 1996 bis 2021. Und vor wenigen Tagen ist das El Croquis erschienen, auch über deine Arbeit, so dass ich mich sehr freue, dass es sozusagen nicht nur die Ausstellung
Veranstaltung zu sehen gibt, sondern als ergänzendes Material dazu auch diese beiden Publikationen, die beide natürlich auch in der Galerie erhältlich sind. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch diese beiden wunderbaren Werke mit nach Hause nimmt. Der nächste, den ich vorstellen möchte, ist Jonathan Sirkisson. Recht herzlich willkommen hier in Berlin. Wir haben uns ja, glaube ich, noch nicht an diesem Ort gesehen. Du hast zusammen mit Stephen Bates, auch 1996, the same year like Roger, you founded the Sirkisson Bates Studio based in London. And since 2010, as far as I'm informed, you are leading the Zurich studio, which you opened the same year in Zurich. You're teaching at the Academia di Architettura in Mendrisio. You published a lot, but your connection to the exhibition is going like this. Your contribution is that you wrote two texts for the publications I already mentioned a few minutes ago. You wrote the introduction for the amazing Roger Bolzhauser monograph, and you did a comprehensive, enlarged conversation with Roger, which is part of the Crocky issue. And so you are very familiar with Roger, with Roger's work, and I'm happy to have you here. And last but not least, as I said before, I will do the introduction in alphabetical order. Martin Chanz is the third person here on the panel. Martin, you are known as an architect critic. You wrote for many, many magazines. You published a lot of books. You are teaching at the, what is it exactly name? University of Applied Arts in Zurich. And where are you teaching, I think, theory and history of architecture since 2005. And but this is not the only qualification. The point which bring you here tonight is that you are the editor of the monograph I already mentioned. So you have, I think you are the person here on stage which has the most knowledge on Roger Bolzhauser's work, so a very warm welcome to you as well. Ja, und das ist alles von meiner Seite. Ich übergebe hiermit das Mikrofon bzw. die Mikrofone. Bitte nehmt Platz, schaltet die Mikrofone ein und dann ist es your turn. Ja, ich begrüße euch auch meinerseits. Eine sehr spezielle Situation für uns besonders, für Sie vielleicht auch. Ich weiß es nicht, wie üblich das ist an diesem Ort. Vor dieser großen Architektur, die uns so großzügig den Raum zur Verfügung stellt, zwischen öffentlich und privat, auch eine Bühne sogar haben wir. Das ist wunderbar, nicht? Schauen wir, wie weit wir kommen. Wir versuchen, jeder in seiner Sprache zu sprechen. Auch das ist für uns auch ein bisschen ungewöhnlich, aber wir wollen das mal versuchen. Danke für die Einladung, danke für die netten Vorstellungen. Mir geht es so, dass ich mich wahnsinnig freue, mit euch zusammen hier zu sein, weil ich kenne euch beide schon ziemlich lange. Jonathan, ich glaube seit 2004 oder 2005, als wir eine Monographie machten bei Werkbauen und Wohnen über Sirkisson Bates und damit Sirkisson Bates in der Schweiz einführten, nach Vorarbeiten, nicht von uns natürlich. Und Roger kenne ich sogar noch länger. Ich habe nicht genau herausgefunden, in welchem Kontext wir uns eigentlich zum ersten Mal begegnet sind. Wahrscheinlich in deinem Studium irgendwie. Und ich war schon Assistent vielleicht, ich weiß es nicht, oder parallel, wie auch immer. Und beide Architekten habe ich schon immer sehr geschätzt und schätze ich immer noch. Und beide sind aber sehr unterschiedlich. Sind zwei Welten eigentlich in der Architektur für mich. Und umso schöner
dass diese beiden Architekten dann doch irgendwie offensichtlich auch zusammengekommen sind. Für mich auch ein bisschen überraschend irgendwie. Und das ist vielleicht meine erste Frage. Wie seid ihr eigentlich überhaupt zusammengekommen? Ich kenne euch je einzeln zunächst einmal. Ja, ich muss genau fragen, sonst geht das nicht. Beginn doch du, Roger. Also ich bin gar nicht sicher, wenn wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich glaube, du hast mich mal als Gastkritiker nach Mendrisio eingeladen und wir haben uns wahrscheinlich schon vorher kennengelernt. Und ich denke, so diese Gastkritiken waren so die ersten Kontakte, wo die intensiv wurden, intensive Tage in Mendrisio, schöne Tage, auch mit Mittagessen im Grotto und dann irgendwo Abendessen, das hat mir sehr gefallen und so sind wir einfach irgendwie Freunde geworden. Und ich bin nicht so der Meinung, dass wir so verschieden sind in unseren Haltungen. Wir haben doch Themen in unserer Arbeit, die sehr ähnlich sind. Wir haben auch im Gasteig in München Wettbewerb zusammen gemacht, leider nicht gewonnen, aber da waren wir mal, sagen wir mal sehr harmonisch verwandt oder mit ähnlichen Themen unterwegs. Und ja. But I'm going to speak in English. You know, it's not just that we opened our studios in the same year, but I realized we were born in the same year. So there is this kind of common point. And I felt like I knew you firstly through your work. There was the publication that you made, this beautiful study that you did with Eta Flori, which came out of your teaching, if I'm not mistaken, in Kuhl. And when I first saw this publication, at first glance, it seemed immediately impressive and intriguing. But I've also got to say, it felt like a work of an older architect that I didn't know. Because I think one of the many, many qualities I appreciate in your work is that it has a sort of timelessness. I know that the investigations into construction are wholly contemporary, but I think when we look at the sketches that are behind us, the search for an architecture has is timeless in the most positive sense. So yes, as you refer, our first real collaboration was that moment where you came as a guest critic for the first time in Mendrisio. And what really impressed me on that occasion was how systematic you were in the examination of every student's work. There was an absolutely rigorous approach to the questions that you asked of every project. And it was it felt immediately I had this empathy and affinity with your curiosity in architecture. Das hat vielleicht mit Qualitätsansprüchen zu tun, die gemeinsam sind, die außer Frage sind. Ich möchte vielleicht dann doch mit der Ausstellung beginnen. Nicht? Wir sind hier vor einer Architekturgalerie und haben hier eine Ausstellung, die vielleicht doch etwas eigenartig ist für eine Architekturausstellung? Fragezeichen. Jonathan, kann ich dich fragen, was siehst du hier? Was findest du, wenn du diese Ausstellung jetzt dir angeschaut hast? I was reading recently someone saying that, actually it was someone we know, saying that they don't trust the sketch, that a sketch is imprecise. But what I see in this room is the search for architecture. You know, this is, what is on the wall is the very
basis of your architectural production. It's the idea, which subsequently, of course, becomes more precise in the way that a project is developed. But I think what is so generous about the exhibition that we have behind us is that it is a sharing of the most almost private creative production of any architect. And what I must say I really appreciate in your work, Roger, is that the drawing has been always at the core of your production. I mean, you have shared with me in the past stories of how other forms of production, which are closer to art, have been important to you. But I see behind a very systematic work that is trying to find ideas in architecture. Du sprichst von Skizzen, Jonathan. Ich würde wahrscheinlich eher von Zeichnungen sprechen. Wie siehst du das, Roger? Vielleicht, was jetzt hier hängt, sind jetzt vielleicht tatsächlich mehr Zeichnungen. Die Skizzen sind aber ganz nahe. Wenn ich auf normales Skizzenpapier arbeite, das ist vielleicht schon so. Und wir haben jetzt auch hier, ich denke, das Gewicht vielleicht jetzt auch auf diese Arbeiten gelegt. Ja, vielleicht zu diesen Arbeiten, die, oder willst du nachfragen? Ja, doch, vielleicht. Es hat hier ja auch viele, ja doch, viele, recht viele Zeichnungen, die nicht nur für das Publikum wahrscheinlich keine erkennbaren Architektur, keine Beziehung direkten zeigen zu Architekturen und die tatsächlich auch mit Architektur direkt nichts zu tun haben. Ja, genau. Und du mischst die mit anderen Dingen, die ja doch lesbar sind, vielleicht fast Skizzen oder Skizzencharakter haben. Das scheint ein Statement zu sein. Genau, also. Ja, es ist für mich war es halt über das Zeichnen habe ich so, ich denke so meinen Weg in die Architektur gefunden. Es war für mich nicht klar, ob ich jetzt Architekt oder Künstler werden soll für lange Zeit. Und das ging dann immer parallel hier und her. Und auch der Zugang zum Entwurf habe ich eigentlich für mich übers Zeichnen gefunden. Das ewige Kreisen und Suchen mit den gleichen Motiven, immer wieder ein Schritt zurück, ein Schritt vorwärts, drüber arbeiten, und dann ist doch nicht gut. Nächstes wieder zurück und wieder drüber arbeiten. Das sind so Prozesse, wo ich das Gefühl gehabt habe, wo ich denke, die habe ich eigentlich in der Kunst oder im Zeichnen gelernt. Vor allem für mich dann aber in der Architektur absolut selbstverständlich, dass ich irgendwo das immer wieder drehen um Themen und die Suche nach einer Antwort, die man meistens nicht wirklich findet, oder man das Gefühl, immer auf einer Reise zu sein, immer Themen zu wälzen und es jedes Mal versuchen, noch besser zu machen. Das war für mich wie so etwas, das eigentlich über dieses Zeichnen entstanden ist, mit dem ich nie ein Problem hatte. Das ist schon etwas, was vielleicht meine Arbeit schlussendlich auch ausmacht. Und deshalb wollte ich eigentlich in dieser Ausstellung das auch einfach überlagern, ohne groß zu kommentieren. Das steht einfach nebeneinander und bei mir glaube ich schon, dass sich das bedingt, diese Art zu arbeiten, dieses Reflektieren über die Kunst, das Entfernen von der Architektur, um dann wieder inspiriert zu werden für die Architektur. Und könnte ich diese Umwege nicht machen, wäre ich vielleicht gefangen, ich weiß auch nicht, oder gar nicht in der Lage, Architektur zu produzieren oder whatever, I don't know. Maybe I'm not an architect if I wouldn't do that. Ist damit auch die Frage beantwortet, die eingangs gestellt worden ist, nicht? Was kommt zuerst, die Skizze und dann der Bau und dann, oder kommt die Skizze hinterher? Beides, oder? Klar.
Du sagst, du untersuchst Dinge, oder? Architektonische Themen auch in diesen Zeichnungen. Aber was denn? Nicht? Es ist ja nicht, sind nicht Perspektiven, die wir kennen als Kontrollinstrument für irgendwelche Räumlichkeiten. Es sind auch keine Konstruktionsskizzen, nicht, wo man Dinge ausprobiert. Oder es sind auch keine Proportionsstudien, wie wir sie von Peter Merkle kennen, die zweidimensional irgendetwas aufbauen. Was ist das eigentlich? Was siehst du da? Nicht, du hast das auch so selbstverständlich gesagt, das hat mit Architektur zu tun. Was denn eigentlich? Martin, could you say your question in English so I'm really clear? Because I sense if I could, I would have done it better. I will try. As they are not, these drawings are not classical architectural sketches. They have not the techniques of perspectives or axonometries. Mm-hmm. They are not. These instruments we know to control certain aspects of architecture. And still we accept that they are part of the architectural process. Mm-hmm. But what do you think is the topic, the architectural topic of these drawings? Okay. Eventually it's for Roger to answer that question, but what I sense is it's your own working things out that you're sharing with us. And, you know, what I find particular, I mean, I find it helpful that you mention Peter Merkle, who, of course, you taught with when you were younger, who is, you know, the role that the drawing has in his own production, his own practice is very, very significant. I mean, I find that, is that okay? Yeah. I find there's something very telling that you choose to make these drawings public, because I think they're your own existential search for answers in architecture. I mean, what I find noticeable, say in relation to my own drawings, is that there's a lot of coverage, you know, that a line is drawn again and again, and it's like you're really, what I sense is you're really trying to figure something out. I find it fantastic that you make these public, and you always have, but for me, their relevance is not that they're immediately understandable in terms of their composition or these kind of formal ways of representing architecture. They're a very honest, sincere, and I think very generous way of sharing the search that occurs in your work. And that's their legitimacy as well, I find. Also sind der Jan hat ja auch einen Text, Jan der Wilde hat einen Text geschrieben im Buch und er hat es, und das passt vielleicht ganz gut für diese Ausstellung jetzt hier. Er hat immer gesagt, ich bin so ein bisschen auf der Brücke zwischen Kunst und Architektur. Und manchmal ist es nicht so ganz klar, wo sie jetzt hingehören. Und natürlich gibt es die klassischen Skizzen, die konstruktiver sind und die deutlicher noch ein Detail und ein Research und ein Grundriss zeigen. Und dann gibt es die, wo man nicht so ganz klar ist. Und es gibt auch die, wo ich eigentlich was für die Architektur machen will, aber ich halte es dann nicht aus und dann entsteht was Freies. Irgendwie gehe ich so in just another direction und so. Just because I like it, I feel better if I immediately do something free. And then I go back and das ist so wie ein Prozess. Und diese Bilder hier heute sind wirklich auf dieser Brücke. Und das ist immer schlussendlich auch die Frage dahinter, ob Architektur und ich suche eigentlich immer noch auch auf dieser Brücke diese Verbindung und das sind auch Fragen, oder? Es ist nicht so klar, was das soll. Es ist immer ein bisschen offen, aber was ich dann oft erlebe, dass ich gerade wenig das Gefühl habe, das hat eigentlich jetzt wirklich nichts mehr mit Architektur zu tun, es ist frei. Genau dann ist es oft eine sehr
gute Inspiration wieder für die Architektur. Schlägt es zurück, obwohl ich schon das Gefühl habe, jetzt bin ich selber, ja, ich bin weg, es ist Kunst oder es ist irgendwas Freies. Und dann ist das eine Inspiration für die Architektur. Und dann sagt, es ist genau das, oder das ist diese Fassade und ich hole es daher und das muss genau mit der Linie so sein. Und das, die Skizze sagt es ja schon. Obwohl, vielleicht habe ich die Skizze gemacht und hatte nicht diese Absicht. Und ich suche immer in diesem Schwebezustand, versuche ich Antworten zu kreieren, die ich selber noch nicht kenne. Es ist so etwas wie, ja, jemand hat gesagt, im Lehm wühlen und mal schauen, ja, was entsteht. Und dann entsteht das, oh wow, das ist ja das. Aber manchmal ist das auch frei. Ich kann es heute nicht benennen. So, ja. Apropos Lehm, ist ja klar, dass wir zuerst über die Skizzen gesprochen, ich sage jetzt auch schon Skizzen, über die Bilder gesprochen haben, die Zeichnungen gesprochen haben. Und doch sind sie ja nur ein Teil der Ausstellung. Es gibt hier dieses Mockup, es gibt die Konstruktion, die Installation, es gibt das Relief der Wand, das die Zeichnungen uns näher bringt und die Wand in die Tiefe schiebt. Es ist eine Architektur, eine 1:1-Architektur. Aber es fehlt zum Beispiel die Fotografie. Nicht? Es fehlt auch der klassische Plan. Beinahe. Vielleicht kommen wir noch darauf zurück. Jonathan, du hast auch gerade eine Ausstellung gemacht und du bist dort anders vorgegangen. Du hast diese konventionellen Medien benutzt, aber hast sie auch dekonstruiert, indem du die Zeichnungen nicht zu den Bildern, nicht zu den Modellen gesetzt hast, sondern die Dinge auseinandergenommen. Was ist es? Dieses Misstrauen vor der Repräsentation. Wie siehst du das hier? Mm-hmm. Well, the exhibition you're referring to is surely the one in Kriens that I know you visited recently. And I think the task of architects exhibiting their work is extremely difficult. I feel that there is in this gallery a very clear concept that you've developed for a way of sharing your work, and it's to, as we've been discussing, to share the sketches, and as Martin has just highlighted, although it really is the elephant on the pavement, not in the room, this fantastic mock-up. I remember there was an exhibition, a group exhibition we were involved in Innsbruck, in the early, I think about 2002. And it was a group show with a number of London architects. And in that exhibition, Stephen, Mark and I made a one-to-one fragment of a house, the double house in Stevenage. And I remember the owner of the gallery wasn't very sure of its value in his gallery, and there was apparently a very big argument with him and someone else about throwing it out. The thing is, of course, if you make it so big, there's no chance that it gets thrown out, so well done. But I mean, just coming back to this more recent exhibition that you refer to, Martin, we really wanted in that exhibition to show, to share work as if it was really like visiting our studios, that it did allow for whoever visited the exhibition to see plans and elevations, and there were themes that organized the different rooms of the exhibition, but it was more than anything else about trying within the abstraction of the gallery to recreate the manner in which we make architecture. Hier ist mir einfach aufgefallen, Roger, dass du Lehm zeigst, nicht, das erwarte man von dir, das ist eigentlich, das geht fast nicht ohne, aber du zeigst nicht das, was dich im Moment beschäftigt, oder? Es wäre leicht gewesen, eines deiner vorfabrizierten Lehmelemente hier hinzubringen, sondern du zeigst
ein Modell einer archaischen, längst vergangenen Art und Weise, Lehmwände herzustellen. Das ist doch einigermaßen überraschend. Ja, das ist vielleicht auch, es geht mir nicht darum, irgendwie, jetzt sowieso, es ist schwierig, Architektur zu auszustellen. Oder? Das, man kann nur, aus meiner Sicht, kann man Fenster aufmachen und zum Nachdenken anregen. Es geht mir nicht darum, es hat wie Fragmente, die die Architektur ausmachen, und das Puzzle muss im Kopf zusammengesetzt werden oder wird nicht zusammengesetzt, das bleibt fragmentarisch. Aber ich finde es irgendwo dann doch viel authentischer, so etwas hinzustellen, da noch etwas zu zeigen, da eine Skizze. Und das ist wenigstens real, oder? Es ist real und es ist nicht so eine übersetzte Form von Architekturdarstellung, was super schwierig ist. Was, denke ich, auch ein bisschen das Konzept der Galerie ist, die ja immer eine Art Installation fast schon erwartet und eine Art Komposition, die, und in unserem Fall halt Elemente, die sich zu was zusammenfügen, die dann vielleicht eine Aussage machen oder, ich sage jetzt auch, Empfindungen auslösen. Gefühle kommen hoch, man empfindet was und dann versteht man vielleicht mehr von der Arbeit. Man kann ja sicher das Buch anschauen, als man einfach Pläne zeigt, jetzt in dem Fall. Also, ja. Eine Art Grundlagen, oder? Also, oder Themen, die eine Rolle spielen. Also das Machen in seiner elementarsten Form. Nicht der Entwurfsprozess ganz am Anfang, was noch unscharf ist oder wieder unscharf wird, um wieder etwas Neues zu machen. Was ist das? Wir haben ja noch mehr Elemente. Nicht? Wir haben noch das Video. Da geht es auch um Themen, die wahrscheinlich auf der gleichen Ebene für dich sind wie das und das und die Konstruktion, die dort auch da ist. Also das Machen mit der Maschine, mit den geschweißten Teilen und den explizit konstruierten, gemachten Dingen. Sind das so die Grundthemen, die dich beschäftigen? Ganz stark die Nachhaltigkeit, also die Frage, wie halten wir die Zukunft, nicht? Also wie leisten wir einen Beitrag an die Zukunft, den wir verantworten können, vielleicht? Wie machen wir es, nicht? Wie schöpfen wir aus dem Wie-Machen auch so etwas wie Architektur, Raum, ja, dann am Schluss, einen gestalteten Raum. Und dann gibt es noch dieses Etwas, was man nicht so recht fassen kann, nicht? Was du ins Zentrum stellst. Geht es darum? Also vieles hast du ja schon beschrieben. Also wenn ich jetzt einen großen Bogen machen würde, es ist natürlich, bin ich mit meiner Arbeit auf der Suche nach neuen Antworten. Und viele Antworten, die, wenn man jetzt zum Beispiel den Aspekt Klima ernst nimmt und das mit Architektur kombiniert, dann hat es wahrscheinlich zuerst mal auch viel mit unserer Tradition zu tun, weil wir haben nicht immer alles schlecht gemacht. Es gibt sehr direkte, archaische Dinge, die vielleicht auch in die Zukunft weisen können. Und auf der anderen Seite reicht das natürlich nicht. Also wir müssen erstens dann wirklich auch Architektur mit denen machen, damit die Leute auch diese Dinge annehmen können. Und wir müssen auch offen sein, auf dieser Brücke stehen, um neue Antworten zu finden, weil die gängigen Antworten reichen vermutlich nicht aus, zum Beispiel um Klimaziele zu erreichen. Und doch finde ich die Architektur, und ich möchte das aber auch nicht, diese Themen aus der Hand geben, irgendwelchen Ingenieuren, die uns die Zahlen vorrechnen, obwohl wir das fleißig im Büro auch machen, wir rechnen auch. Aber wir wollen mit den Themen Architektur machen und finden das total spannend, kennen aber die Antworten nicht. Stehen eigentlich wiederum auf einer Art Brücke,
und versuchen auszuloten, welche Wege mit Lehm, auch mit riesigen Solaranlagen oder mit Kombinationen von Wasserspeichern, die wir dann zu Türmen formulieren, in Kombination wieder mit Hallenbädern, mit neuen Projektideen, versuchen das zur Architektur zu machen, weil Architektur selbst, wenn sie gut ist, ist es auch sehr nachhaltig. Oder wir vergessen darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn eben ein Eiffelturm nicht nur für 5 Monate, wie es gedacht war, stehen bleibt, sondern über 100 Jahre, dann wird das Ding, auch wenn es in Stahl ist, immer nachhaltiger. Das hat sehr viel mit dem zu tun, was wir als Architekten, Architektinnen leisten können. Und das aber trotzdem zu kombinieren und diese Themen annehmen und auf diese Brücke zu gehen und die Antworten zu suchen, das ist ein bisschen das da hinten. Deshalb kommen diese Klimafragen vor, es kommen sehr traditionelle, von mir aus Elemente, aber in die Zukunft, und da kommt dieses der Brückenschlag, wo man noch nicht ganz weiß, wohin. Ich glaube auch Jonathan und ich, wir sind so die gleiche Generation. Übrigens, ich habe die Engländer bewundert, oder? Also das war für mich wahnsinnig, was die junge Generation, meine Generation Engländer geleistet hat. Und wir sind aber auch eine Art Übergangsgeneration. Wir leiten vielleicht auch neue Themen ein, die wir selber vorher noch gar nicht so stark bearbeitet haben. Ein bisschen so wie vielleicht Los, oder so in der Zeit, wo so es in die Moderne ging und wo so ein Los gerade spannend war, weil es auf der Brücke stand zwischen Moderne und Klassik und eigentlich fast für mich, oder auch Le Corbusier fast die spannendsten Antworten geliefert haben. Ich glaube, wo es dann klar war, wohin, war es auch gar nicht mehr so spannend. Und vielleicht können wir diese Brücke noch bauen für die nächste Generation, oder sind dran, diese Brücke zu bauen und dieses Ambivalente, auch nicht wissen genau wohin, das ist eigentlich sehr spannend und das ist einfach auch kaum auszuhalten. Es ist super anspruchsvoll. Was fehlt hier, oder eben was für mich auffallend ist, es ist die Abwesenheit von Bildern. Also Bildern schon, nicht die Bilder, die Zeichnungen, aber fotografische Bilder kommen nicht vor. Du arbeitest ganz anders, Jonathan. In your working process, images play a crucial role. You make wonderful photographs and I think they, in a certain way, probably play a similar role than the drawings here. And beside the words you also use to translate and to take distance to architecture. But still, this is that a surprise for you, Jonathan, to see that obviously the idea of a appearance of architecture is not so crucial at the beginning, at least. Whereas, if I understand you right, you try to describe, to find a certain atmosphere, a certain imagery, of course not an image, a fixed one, but an imagery that you can fulfill your sensibility for space and locations and social context and so on. All things that are not present in this exhibition of Roche. There's quite a lot to unpack in what you've just said. As you know, Martin, because I mean, you were amongst the first people to knock on our door and perhaps open our work to a wider kind of discussion. And what you know is that particularly
Stephen and I, from the beginning, used images. I mean, what I mean precisely is photographs that we took of things that we wanted to share with each other. Because I would say that the representational question of architecture is unavoidable. When you make architecture, you make it look like something. That's, for me, a question that has always interested me, you know. And in our early work, as you also know, the fascination, which was to some extent inspired by the earlier work of Alison and Peter Smithson, was this examination of ordinariness. Now, in London in the 1990s, to make a building look like it was invisible, let's say, had a certain sense at a time when I think the nation was exhausted by a long period of conservative government. The planning authorities were extremely conservative in what they would support. To make a building that didn't feel like it was making a big statement, but a smaller contribution to the city, for us that seemed like an intelligent set of possibilities. But the interest in image was always, I mean, in a way, it also connects with our own fascination with the Smithsons, who I think were always talking about ideas that they could see in something, and they use photography as a way of communicating it. I mean, their photographs were terrible very often, but I remember, for example, this book that Peter Smithson made called Walks in Bath, mm-hmm. and what he revealed about his own engagement with the urbanity of that city was really inspiring to us. And so in a way, we were doing our own version of kind of Walks in London by trying to record things that we felt, we could use that somehow. And that's where our interest in image lies. But I would always say to my students that, you know, there's a need to work with facades, because the facade is how you represent the building to, I mean, that's where you deal with decorum. Ja, das finde ich jetzt doch sehr interessant. Wenn ich dich richtig übersetze, hast du gesagt, Architektur ist doch immer das Realisieren einer Erscheinung. Würdest du das unterstreichen, Roger? Bei dir habe ich das Gefühl, es ist eher, natürlich ist es auch eine Erscheinung am Schluss, aber es ist eher das zum Erscheinen bringen einer Konstruktion, eines Machens. Nicht? Also man kann eine Idee oder im Extremfall ein Bild bauen. Oder man kann bauen und es entsteht ein Bild. Es sind zwei valable, beides wahrscheinlich valable, aber doch recht unterschiedliche Zugangsweisen zur Architektur. Bei dir, Roger, gibt es vielleicht beides, nicht? Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Fehlen auch von Kontexten, nicht? Du zeigst keine Kontexte. Natürlich spielen die auch eine Rolle in deinem Werk, aber dieses Einfügen, nicht? Auch atmosphärisch, maßstäblich, ist vielleicht doch erst ein zweiter oder ist nur einer von diesen vielen Schritten, aber jedenfalls nicht der erste. Wie seht ihr das? Okay. Jetzt bist du dran. Ja, also erstens ist es sowieso immer beides. Vielleicht nicht so offensichtlich. Wenn wir in einer Vorspannkonstruktion machen wie beim Lehmturm, dann gibt es auch
ein Sockel und ein Abschluss. Obwohl du vor allem die Vorspannung siehst, oder viele, aber es ist gestaffelt und das steht und das gibt einen Abschluss. Also die Themen sind immer da, aber ich liebe es natürlich, diese traditionellen, sag mal, und ich meine, ich befasse mich auch mit der Architekturtradition. Ich liebe sie, genauso wie Jonathan, darum verstehen wir uns auch so gut. Aber ich liebe es zu transformieren und andere Bilder zu entwickeln und zu schauen, ob es geht. Und vielleicht ist eben die Struktur, die Konstruktion, so ist wie ein Mittel, Dinge zu entwickeln und doch die Themen halt unterschwellig mitzubringen. Weil das Haus bezieht sich immer auf Menschen und Menschen müssen sich wohlfühlen und sie müssen die Proportionen und die Fassaden annehmen können und sie müssen in den Dialog treten. Das hat immer wieder mit ähnlichen Themen zu tun. Egal wie abstrakt oder wie konstruktiv ich etwas formuliere, also versuche ich immer, diesen Dialog auch herzustellen. Aber ich finde es super, wenn ich andere Bilder finde für das oder andere Fassaden. Ich habe übrigens mein Werk zum Teil, oder ich sage jetzt bei der Europalee oder beim Hirzenbach, sind mir extrem mit dem Kontext. Europa wäre nicht so, wie es wäre, wenn nicht dieser Kontext von Caruthers und Jones oder Grabberwulf, das Gleisfeld, das ist total kontextuell entwickelt, auch Hirzenbach. Und dann gibt es aber wieder Arbeiten, die sind wieder vielleicht auch mehr über das Machen bestimmt und entfernen sich ein bisschen mehr, das offensichtlich Kontextuelle geht weg. Und es ist ja manchmal auch so ein bisschen, man ist gerade in so Schaffensphasen, wo man mal ein bisschen näher, aber offensichtlich ist und man auch ein bisschen wieder sich entfernt. Also das liebe ich ja auch. Also ich bin ja immer frei auf der Brücke am Suchen. Das wären ja schon fast gute Schlussworte. Eben, immer sich nicht festlegen lassen. Nicht? Das könnte eine rhetorische Geste sein. Den Themen ausweichen, ja, es ist das andere, ist auch richtig, aber es kann auch eine Haltung sein, nicht? Und es ist diese Haltung, Jan de Weilder hat von der Freiheit gesprochen, nicht? Wenn ich ihn richtig verstanden habe, von die im Zeichen liegt, aber eben auch im Arbeiten, die du dir erarbeitest. Und ich denke, all diese Pole und das Auseinandernehmen dieser Pole, das zeitweilige Auseinandernehmen dieser Pole, haben sehr viel damit zu tun, nicht? Dass sie dann unterschiedlich eben zusammengesetzt werden können und nicht zu schnell Dinge festlegen, die eigenwillige Lösungen verunmöglichen. Ja, so ist tatsächlich etwas von den Eigenheiten, die ich bei dir immer wieder beobachte und die uns alle immer wieder zur Verzweiflung bringt. Nicht? 10 Jahre an einem Buch arbeiten, immer wieder von vorne beginnen. Und am Schluss ist es so, wie ungefähr so, wie wir uns am Anfang das vorgestellt haben, spielt keine Rolle. Nicht? Der Weg war natürlich ein notwendiger, damit es so ist, wie es jetzt ist. Und wahrscheinlich ist es bei den Architekturen ganz ähnlich und wahrscheinlich hängt damit zusammen, dass deine Bauten meistens anders aussehen als deine Entwürfe, oft, nicht immer natürlich, aber oft anders aussehen als deine und so weiter und so fort. Ja gut, habe ich wieder geschwätzt am Schluss. Mögt ihr letzte Worte geben? Haben wir wichtige Themen verpasst? Zunächst wir und dann natürlich ihr, die wir unbedingt noch ansprechen müssen, die unter dem Nagel brennen. Dann, your turn. Unbedingt laut genug, damit wir es hören. Ich werde es dann wiederholen, damit es auch die hinten hören. Mich würde sehr interessieren, also ich lerne Ihr Werk kennen, ich bin kein
ein Spezialist. Ich habe auch gestern mal die Leitmonographie durchgeblättert und habe festgestellt, dass sie. Also, wir haben gestern Ihre Arbeiten auch in der Buchform durchgeblättert und festgestellt, dass Sie durchaus in einer gewissen Tradition des, der Reduktion und des Minimalismus, da in der Schweiz ja durchaus ja auch seine Tradition hat, stehen. Was mich interessieren würde, die Zeichnungen haben für mich nicht nur einen weiteren Kreis jetzt zwischen Architektur zur Kunst oder Kunst zur Architektur, wo ich persönlich keine großen Grenzen habe, aber das ist eine andere Frage. Sie ja anscheinend auch nicht. Aber formal, wenn ich die Sachen anschaue, ikonografisch haben da die rechte Winkel eine Repräsentanz oder sind da, und dann gibt es auch Formen, die ziemlich aus dem Rechtwinkligen hinausgehen, ins Amorphe, ins Unbestimmte und so weiter, was ich jetzt beim schnellen Durchschauen in der Architektur nicht manifestiert habe. Das würde mich persönlich interessieren, weshalb nur das eine sich transformiert, wo ich nicht von einer 1:1 Übersetzung ausgehe, sondern durchaus von einem intuitiven, intellektuellen, reflektorischen und so weiter Prozess. Aber da das ja Manifestation ihres Prozesses sind, wie sie Architektur und die Dinge, die sie insgesamt interessieren, erarbeiten, hat mich gewundert. Das ist aber keine Wertung, positiv oder negativ, nur formal hat für mich, außer ich habe Dinge übersehen beim schnellen Durchblättern, das müssten Sie mir dann verzeihen, weil ich, wie gesagt, das erst kennenlerne, sah es so aus, wie wenn der Minimalismus mit den rechten Winkeln eine starke Dominanz oder sogar fast ausschließlich sehr stark vorherrscht. Wieso nur das eine und nicht auch das andere? Also das ist so, also es gibt zwar latent Entwürfe, die dann plötzlich, oder das expressive Element, also ich war so von den abstrakten Expressionisten begeistert als Junge und habe dann natürlich so wild gezeichnet und überarbeitet und wieder und immer so in der freien Arbeit das Figurative dann doch nicht ganz nach vorne gearbeitet und wurde dann so amorph und manchmal war es eine Figur, manchmal nicht. Es gibt zum Beispiel so Oceanium in Basel, hat von dieser expressiven Art profitiert, dass ich das auch habe. Aber es ist halt auch so, ich sage jetzt nicht, dass ich eine minimalistische Schule gemacht habe an der ETH, aber ich komme halt aus diesem Umfeld und natürlich ist man dann auch mal begeistert oder eingenommen von der Welt und arbeitet sich so langsam raus. Aber in der freien Arbeit war ich immer schon, hatte ich dieses Element auch. Und in gewissen Arbeiten kommt das dann auch. Aber im Moment, ja, oft beschreibe ich es halt einfach mehr als diese freie, expressivere Zugang. Ist auch eine Art Methode, die ich mir dann in der Architektur auch aneignen konnte. Es ist noch nicht so sehr das Motiv, das ich übernommen habe, sondern vor allem mehr eine Methodik direkt. Und doch schlummert es latent. ist das vorhanden und wer weiß, was ich noch machen werde. Also das aber ja, da ist man, es hat dieses Element, aber sehr unterschwellig, das stimmt schon. Mir würde dieser Begriff des Minimalismus überhaupt nicht passen, weil mir scheint, dass deine Arbeiten nie abstrakt sind. Also es geht nie um eine Abstraktion, sondern dafür sind sie zu physisch. Nicht? Also Schinkel ist auch kein Minimalist, weil er rechte Winkel braucht. Nicht? Also, ja, ist klar. Ich finde auch Minimalismus nicht so werdend wie Sie jetzt. Also es ging mir darum, dass die formalen, also die Reduktion auf rechte Winkel ist durchaus eine minimalistische Haltung, wenn man sagt, also kann es sein. Es ist natürlich guter Minimalismus immer komplex, das ist eine ganz andere Frage. Schlechter Minimalismus ist dann stumpf und ist dann auch nicht gut, aber das wäre dann die werdenden Komponenten, aber es ist doch offensichtlich, so war es zumindest, ich liege ja anscheinend nicht ganz falsch, dass zum Beispiel, es gibt ja auch nicht nur das expressive Element der Schwünge, es gibt ja auch Alvar Aalto und andere Architekten, die das eigentlich sehr harmonisch, der schon so der Natur angleichend und so weiter gemacht haben, ist mir nur aufgefallen, das hat mich interessiert. Eine kleine Nachfrage noch,
die zu den Materialien und der Art der Manifestation der Zeichnung würde mich auch interessieren, weil ich die sehr schön, sehr reich finde. Sie benutzen verschiedene Techniken. Ist das einfach eine spontane Entscheidung, wie Sie immer gerade jetzt in dem Moment agieren, oder weshalb mal Kreide, mal Pastell, mal Tinte? Gibt es da Gründe oder nur Vorliebe im Moment? Also oft auch die Kollagierung, also da liegen mehrere Skizzen, Layers, alte Skizzen, Referenzen liegen rum und das ist dann sehr, und dann habe ich all meine Stifte auf dem Tisch und dann kralle ich mir, was ich Lust habe. Da bin ich dann, das Konzept ist dann, was da liegt, verwende ich. Also das ist dann reine Emotion oder Lust oder Laune, und dann ist das schwarz oder es ist farbig oder ich hole wieder mal den Pinsel oder es ist akquarelliert und das mische ich komplett. Das ist nicht so sehr intuitiv und eigentlich sehr einfach. Es ist, ja. Ich hätte vielleicht noch einen Punkt, will das nicht zu lange ausweiten hier, aber ich hatte schon in meiner kurzen Anmoderation erwähnt, dass der Titel der Ausstellung auf großes Interesse und Nachfragen gestoßen ist. Und ich habe leider vergessen vorhin zu sagen, dass das ja die zweite Ausstellung von Roger hier ist. Deswegen ist das Römisch 2 tatsächlich ernst gemeint und wichtig. Roger, du hast vor 8 Jahren, glaube ich, hier schon mal eine Ausstellung gehabt. Und ich erinnere mich, obwohl es um andere Medien ging, war das Thema das gleiche. Nämlich, welchen Transformationsprozessen unterliegen Ideen im Entwurfsprozess? Und wie changiert auch wie bewegst du dich zwischen den Welten, wenn man so will, Kunst und Architektur, wenn man diese Genre einführen möchte? Und ich erinnere mich daran, als wir vor 8 Jahren über diese Ausstellung von Roger sprachen, sprachen wir nicht über den Inhalt sehr lange, sondern wir sprachen auch über den Titel sehr lange, Transformator. Der Vorschlag, der da entstanden ist zu diesem vielleicht sehr technisch anmutenden Titel, kam ja auch aus meiner Beschäftigung heraus, dass mich natürlich als Betreiber der Galerie immer die Frage interessiert, wie schafft man es, Architektur oder Ideen von Architektur oder Momente oder Ziele von Architektur von der, ich sag mal, gebauten Realität zu übersetzen, eben zu transformieren in den Raum der Ausstellung. Und ich fand, obwohl ich ja das Glück hatte, mit sehr vielen tollen und guten Architekten zusammenzuarbeiten, ich fand damals, vor 8 Jahren, dass Roger, dass deine Arbeit da wirklich eine außergewöhnliche Rolle auch einnimmt bei diesen Transformationsprozessen. Also es gibt weder einen Anfang noch ein Ende, aber der Transformationsprozess ist riesig. So, und jetzt war ich fast wie froh, auch als wir uns über die zweite Ausstellung unterhielten, und ich habe gedacht, oh Gott, wie kann diese Ausstellung, wie kann der Titel lauten? Und ich war wirklich happy dann, weil ich noch in Erinnerung hatte, dass, ich hoffe, ich erzähle da kein Geheimnis, aber wir haben sehr lange darüber gesprochen, über den doch sehr polarisierenden Titel seinerzeit, Transformator, dass du dieses Mal relativ schnell gesagt hast, diese Ausstellung kann eigentlich nur Transformator 2 heißen, weil es um dieselben Prozesse geht, auch wenn es um andere Medien geht. Aber ich würde gerne noch Martin dich noch auch einbeziehen. Als wir uns vor 2 Tagen unterhielten, was heute Abend passieren könnte, hast du mir erzählt, dass deine Assoziation zum Titel eine komplett andere war. Vielleicht kannst du da noch 2, 3 Worte dazu sagen. Ja, zumindest auch eine andere, eben. Auch das wieder so ein bisschen undeutlich. Aber ich muss natürlich, Transformator muss ich an Kupfer denken, und ich musste an Energie denken, und ich musste an Honigpumpen denken und an Beuys und an diesen ganzen Kosmos, der da steckt, also an diese Idee der Energie. Und letztlich, ja, vielleicht geht es wirklich vieles um Energie. Und wenn man dich kennt, ich kann das nur sagen, nicht? Das ist für alle ja ein Rätsel, wie du alle das machst, was du machst, und wie es dir gelingt, immer auch Leute eben zu mit Energie zu versorgen oder Energie zu produzieren in deinem Umfeld, nicht? Und mit all dem schien mir das auch zu tun zu haben. Ja. Ja gut, ich gebe dir dann das Wort.
zurück, sei denn, vielleicht nochmals. Da blicke ich hier runter. Ich würde fast vermuten, dass jetzt die Zeit für Gespräche unter vier Augen gekommen ist. Und auch wenn. Doch. Ach, okay, ich habe jemanden übersehen. Das tut mir leid. Und gerade dich noch. Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja, ich habe eine Frage. Ich bin mal in den Genuss gekommen, eine Führung von Diarogé durch das GLC-Gebäude vor 2 Jahren miterleben zu dürfen. Und da hattest du erwähnt, dass Beuys für dich eine wichtige Inspiration gewesen ist, insbesondere die Fettecke. Beuys ist natürlich ein großer Name und ja, also irgendwie dieser Bezug zu der Freude an der Materialität hat mir sofort eingeleuchtet. Aber jetzt sehe ich auch hier die Zeichnungen und die Bedeutung der Zeichnung bei Beuys. Und die Rolle, die Zeichnung bei Beuys gespielt hat, ist immer, ich bin überhaupt keine Kunstkritikerin, aber was ich als Laie verstehen kann, ist, dass es immer ein Kommentar zu einer gesellschaftlichen Situation ist. Und diese Zeichnung, um gesehen zu werden, auch immer in den Rahmen der Gesellschaftskritik eingebettet ist. Also er sah sich ja als Kommentator der bundesrepublikanischen Gesellschaft und als jemand, der diese Gesellschaft auch transformieren wollte. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne die Frage an dich stellen. Siehst du diese Dimension der Gesellschaftskritik in deiner Zeichnung auch enthalten? Eventuell in Bezug auf auch die Suche und die Freude an der Materialität? Vielleicht sicher nicht so direkt wie bei Beuys, wobei, vielleicht bei Beuys, der war in der Kunst aus Zürich und ich war ein junger Typ, 19, und einfach weggeblasen von diesen Installationen, diese super einfachen, direkten einfach Materialien, die dann irgendwas erzeugt haben. Das hat mich unheimlich, das fand ich unglaublich, dass er eigentlich mit Filz und einem Klavier einen Ausdruck schafft und eben nicht mal den Stift in die Hand nimmt oder auch wenn er ihn in die Hand nimmt. Das hat mich wahnsinnig. Und das war so auch sicher die Brücke mal, die Materialität und die Direktheit und nicht so sehr jetzt ein Statement. Aber wenn ich jetzt heute von Lehm und wir müssen eine Antwort für die Zukunft finden, dann schwingt das natürlich mit, diese Suche für das Bewusstsein, dass wir irgendwo mit all diesen Fragen zum Klima fast nicht mehr bauen dürfen eigentlich und da eigentlich wirklich gefordert sind, als Architekten Antworten zu finden, und das ist ja auch ein Teil der Ausstellung. Und ich maß mir nicht an, Beuys zu interpretieren, das ist viel zu komplex. Also ich habe so einen ganz simplen, direkten, eigentlich über eine Empfindung, und meine Arbeit basiert extrem auf dem, dass ich vieles vielleicht zuerst empfinde, bevor ich es verstehe. Da war dann Peter Merkel auch sehr wichtig für mich, der eigentlich das bei den Studenten auch gefördert hat. Ihr müsst es empfinden können, dann könnt ihr es vielleicht irgendwann auch verstehen, was ihr tut. Und das war eigentlich auch so bei Beuys. Ich habe ihn mehr zuerst empfunden, als dass ich so seine politische Dimension überhaupt verstehe. Also wenn er da, wie viele Eichen hat er gepflanzt? Also es ist ein Wahnsinns-Statement. Und natürlich sind das Statements hier heute auch, aber ich will es trotzdem jetzt nicht direkt in Beziehung setzen. Da ist er dann schon zu groß. Aber es hat so einen Aspekt, schwingt vielleicht unterschwellig mit, ja. Übrigens eine super Beuys-Ausstellung im Moment am Bahnhof. Also wir begehen sie morgen an. Es ist unheimlich stolz, dass wir beide zur gleichen Zeit ausstellen. Okay, Anne, einigermaßen zufrieden mit der Antwort? Also ich glaube, jetzt ist die Zeit wirklich gekommen, dass wir das Coram Publico sozusagen dabei belassen und zu dem Teil des Abends übergehen, wo wir vielleicht im kleineren Kreis das noch fortsetzen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuhören. Also die
Geduld war auf eurer Seite und ich hoffe, ihr habt Anregungen mitgenommen, jetzt auch noch die Ausstellung mit anderen Augen zu sehen. Und ich bedanke mich natürlich bei euch dreien recht herzlich. Ihr hattet die Ohren die ganze Zeit zur Straße gerichtet. Das ist eine große Herausforderung. Lieber Martin Schanz, vielen Dank für deine Moderation. Lieber Roger, vielen Dank nochmal für deine Ausführungen. Und Jonathan, natürlich an dich auch. Vielen, vielen Dank, dass du heute Abend mit dabei warst und das Gespräch bereichert hast. Also in diesem Sinne, ich glaube, jetzt gibt es noch ein Bier zu trinken und ich hoffe dann auf gute Gespräche. Vielen Dank.